Guten Morgen, Michael. Der dritte Tag ist angebrochen. Wir wandern heute nach Burg. Das Wetter ist im Moment gut und wir hoffen, dass es so bleibt. Also angesagt ist eigentlich, dass es nicht so schlimm wird wie gestern zum Schluss. Aber gut, okay, es geht jetzt los. Wir gehen natürlich, nicht fahren. Wir gehen jetzt über die Fehmarnsundbrücke. Und sollte sich unterwegs irgendwas ergeben, melde ich mich natürlich. Okay, dann viel Spaß und kommt mit. Auf geht's, da lang. Warte. Da lang. Willkommen, wir machen uns vom Acker. Wir sagen Tschüss, große Bruder. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, bevor es nichts mehr gibt. Ne? Das fleißig am Abgasen. Ja. Ordentliches Tempo. So, wie man sieht, Hagebutten gibt es dieses Jahr reichlich. Wobei eigentlich alles, die ganzen Beeren. Überall. Wie heißt das? Stress, ne? Stress haben sie. Haben Angst, dass sie nicht überleben. Da wird ein bisschen mehr produziert. Weil ich vielleicht zu trocken war, ne? Kommt bestimmt Windräder hin hier. Da eins, da hinten eins, da hinten eins. Sieht genauso aus, ne? Ja. Weil das hier sieht aus, als wenn man hier Windräder bauen wollte. Alles abgesteckt, die Plätze. Warum ist das hier so eingezäunt, eingehaust? Damit was nicht passiert oder damit was passiert? Schreib es mal in die Kommentare, ich weiß nicht. Vielleicht soll keine Frösche reinlaufen. Ja, Quatsch, oder? Ja, gut, man weiß es alles nicht. Ich weiß nicht warum. Da, da, da. Aha. Newton. So, jetzt nehmen wir Anlauf auf die Fehmarnsundbrücke. So, da jetzt im Hintergrund die Fehmarnsundbrücke. Die wollen wir gleich erklimmen. Ja, mal sehen. Wird vielleicht ganz interessant. Bin ich noch nie zu Fuß drüber. Mit dem Auto schon öfters. Radfahrer ist von vorne. Und Fußgänger auch, glaube ich. So, das müssen wir ein bisschen Krach ertragen, weil wir direkt an der Straße lang müssen. Sonst kommen wir nicht auf den Brücke rauf. Okay, dann kommt mit. Es geht leicht aufwärts. Ja, wir müssen ja hoch, ne? Hinter uns. Jetzt kommen wir nicht über. Noch Berge erklimmen hier. Wahnsinn. Sind gleich oben, der Bogen nähert sich, wie man vorhin schon erkennen kann. Also ich kann was erkennen da hinten, da unten, da wo die Yachten liegen, das war früher mal bis in den 70er oder 60er Jahren, weiß ich nicht genau, schreibe ich euch das in die Kommentare rein. Die Fähre, bevor hier eine Brücke gab, die ist dann noch ein bisschen weiter gefahren, aber dann wurde die natürlich eingestellt, weil ich da kein Mensch mehr mitgefahren. Ja, schade. So, wir sind drauf. Knapp 1000 Meter. Der ist auch ziemlich hoch, der Leuchtturm da hinten. Flüggerort. Hier hinter der Kurve, dieser Bucht da, so ein Stück rein, da ist dann ein Hafen. Wo den guten Fisch gibt. Guten Räucherfisch. Thank you.
die Fehmarnsundbrücke. Schön. Wir haben die Brücke verlassen und jetzt geht es hier runter. Hier geht es runter. Da unten müssen wir einmal rum. Und ich habe gerade noch mal die Vermutung geäußert, dass dann diese Bauarbeiten hier, diese und auf der anderen Seite, doch keine Windräder werden, sondern eventuell eine Sundunterquerung. Also eine Brücke sage ich schon. Blödsinn. Ein Tunnel. Ja. Könnte alles sein. Ich meine mal, so was gehört zu haben, aber bestimmt wissen wir nicht. Aber das lässt sich ja rauskriegen. Und da ihr ja so fleißig seid, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Da unten. Wer es weiß, wer will ein bisschen klugscheißen, reinschreiben. Danke. Würde mir helfen. Und hier unten habe ich das letzte Mal vor 40 Jahren gestanden, glaube ich. Da war ich mal hier unten. Irgendwo da vorne. Ja gut, ich mache mal ein paar Fotos von dieser schönen Brücke. Schönen Altenbrücke. Okay, wir sehen uns. So, sind wir schon mal durch unter den Fehmarnsund. Ah ja, hier so ein schönes Bild machen mit diesem toten Baum da so an der Seite dran. Ne? Und natürlich wäre noch cool, wenn auch noch der LKW da fährt. Ja Freunde, da nochmal ein Blick auf die schöne Fehmarnsundbrücke. Foto. Vielleicht auch mal ein bisschen so. Also, deswegen stehen auch da die Strandkörbe. Die stellen die vielleicht dann da vorne hin, aber wir gehen mal gucken. Machen mal kurz einen Abstecher. Das ist ja auch ein schönes Bild. Mal nicht das Meer davor so. So, wir laufen ein bisschen am Strand lang. Ah, wie geht's? So, weiterhin unterwegs, ne? Zeige ich euch mal ein bisschen was hier. Völlig uninteressant eigentlich. Eigentlich nichts los. Ich zeige es euch trotzdem. Mach auch kurz. Wir müssen halt hier lang. Dahin müssen wir hin. Noch etwa, ich sag mal, 6 Kilometer. Grob. Sind wir heute schon da. Könnten jetzt, wenn wir wollten, ein bisschen Holunder pflücken.
reichlich vorhanden. Aber dafür sind wir jetzt nicht ausgerüstet. Na gut, ich hatte ja gesagt, ich mach's kurz. Gleich geht's weiter, wenn was kommt. Da geht's weiter. Wie zu vermuten war. So, Freunde, die nächste Frage wartet auf euch. Was hat der Bauer hier abgeschnitten? Mal dahin. Hier was Grünes und hier, ich mach mal hoch. Irgendwie blüht es wahrscheinlich gelb. Das ist auch keine Sonnenblume, das sieht irgendwie anders aus. Also, ihr werdet es mir wahrscheinlich schreiben, und zwar in die Kommentare da unten. Was war das? Da blüht es auch so gelb, obwohl der blüht eigentlich, glaube ich, nur so zwischendurch, oder? Hier, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da hinten steht noch was. Haben wir was stehen lassen. Warte mal. Ich filme mal mit der anderen Kamera weiter, kann ich ein bisschen dichter dran gehen, ohne reinzukrabbeln. Ich zoome mal rein da hinten, vielleicht kann man das erkennen. Ja, reingezoomt ist mal schnell. Das müssen wir noch ein bisschen scharf stellen. So. Na gut, ich erkenne jetzt nichts. Aber ihr werdet es mir sagen. Ja, hier, interessantes Haus, ne? Obere Etage. Über die Feuertreppe zu reichen. Ist einfach was Bestimmtes hier. Kunstraum. Also Freunde, wenn ihr Freunde des Wakesport seid, also Wasserski mit Springen und so, auf Fehmarn. Ganz neue Anlage. Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Ich kann das nicht beurteilen. So, jetzt kommen wir gleich wieder ans Wasser. Da hinten, wo die zwei größeren Häuser stehen, da wollen wir hin. Das ist der Hafen von Burgstaden oder wie das heißt. Da wollen wir lang, ne? Ist auch so ein Vogelschutzgebiet hier, oder was, hä? Und das finde ich ja cool, diesen weißen Kram da hinter, dahinter ist es dunkel. Oh, hat er versagt. Also Freunde, genießt das nochmal hier. Ist doch schön, oder? Macht doch Spaß hier laufen. Wie gesagt, das ist der Hafen. Und da hinten, ups, da ist diese Touri-Ecke. Wie heißt das jetzt wieder? Das ist Burgstaden. Komm ich drauf. Genieß noch ein bisschen. Und im Hintergrund, schaut selber, immer schwer zu zeigen, kommt der Fischer rein, wie das aussieht. Dem gehen wir gleich und lassen wir uns dann mal ein schönes, frisches Fischbrötchen geben. Das gibt es auf alle Fälle, von wem auch immer. Also laut irgendwelchen Wegweisern haben wir es rausbekommen, also vorne das Touri-Center, da im Hintergrund, ist Burgtiefe, hier 4 Kilometer noch. Da steht es drauf. Burgtiefe. Burgstaden sind wir gleich. Da gibt es Fischbrötchen. Genau, so, wisst ihr das? Habe ich mal nachgereicht. Da sitzt der Fasan. Da ist der Fasan. Ein Männlein. Ui, kann auch schnell laufen. Guck. Wir dann hin. Hier ist er jetzt weg. Ja, Freunde, da drüben, up, da hinten Burg, Fahrradfahrer, weiße Windmühlen, habe ich jetzt mal gerade Fotos gemacht, zeige ich euch dann.
Hintergrund die Fehmarnsundbrücke. Mit glitzernden Autos drauf. So, sind wir gleich da. Erster Stopp. Mit schönen Bäuschen. Schönen Fischbrötchen, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ne? Gut, ich melde mich gleich vom Fischbrötchen. Im Hafen von Burg. Guck, der Wal aus dem Wasser hier. Mal ins Maul gucken. Natürlich hängen schon ein paar Schlösser dran, ne? Ach, der Pfand läuft da oben. Sag, was ist das? Das Thema Fischbrötchen wurde da erledigt. Fehmarnsche Fischlädchen. Fischereigenossenschaft Fehmarn. Da guck. Das ist aber ein ordentliches Fischerboot. Genau, da auf der Bank haben wir gesessen. Die Andrea. Wie heißt du hier? Julia. Okay, hier liegen sie, die Fische. Wir gehen mal weiter. Was soll das hier sein? Keine Ahnung, was wir treiben. Seenotrettung, na das. Die Fische und die Frau. Das ist auch so ein Spaßdampfer, hä? Nee, der jetzt gerade reinkommt. Kannst du so Schaufischen rausfahren oder was? Der Kollege da, der ist eine Balkastellatur drauf. Der Fischer ist es nicht. Schönes Licht. So, wir verlassen jetzt den Hafen in Burg und gehen noch in die Stadt Burg. Also im Zentrum. Wir wollen da von daher mit dem Bus nach Hause fahren. Eigentlich mit dem Zug, aber der fährt zurzeit leider nicht. Also gibt es einen Bus. Der fährt dann eine Stunde um die 40 Uhr. Weg. Okay, ich gehe ein bisschen weiter, ist ein bisschen laut hier. Ja, die Kirche von Burg. Und ich habe mir mal ein Softeis gegönnt. Eierlikör, Vanille aus eigener Herstellung. Da gibt es das Fehmarer Heimatmuseum da vorne. Wird gerade geführt, wie es aussieht. Da drüben ist der Wallis. Der allgegenwärtige Fernsehladen Wallis. Da ein Haus vor uns. Wie da. Da ist ein Marktplatz, glaube ich. So, die Richtung. Ist der auch da? Ich weiß nicht genau, welche Straße. Ja, hier der Marktplatz. Und Hundeparkplatz. Also. Und der unvermeidliche, wie nennt man sowas? Zum Zug da. Bimmelbahn. Bimmelbahn. Genau.
die Touri-Bimmelbahn, die man durch den Ort fährt. Schön. So Freunde, wir sind auf dem Weg zum Busbahnhof. Und jeder, ja, eigentlich gleich da. Lang kann es nicht mehr sein. 5 Minutes. Da sehen wir uns nochmal, da sage ich mal Tschüss. Da sage ich dann Tschüss, ja. So, wie unschwer zu erkennen. Den Bahnhof haben wir gefunden. Wie gesagt, die Bahn fährt zurzeit nicht. Was heißt zurzeit? Das kann sich noch hinziehen. Es gibt einen Busersatzverkehr. Der fährt vermutlich da ab. Gut, und den nehmen wir gleich, so um 10 nach. Und deshalb sage ich erstmal Tschüss. Mir hat Spaß gemacht, oder uns hat Spaß gemacht, die Wanderung, die 3 Tage. War ganz okay. Bis auf gestern war ein bisschen scheiße mit dem Wetter, aber Gott, ist halt wie es ist. Gut, und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, genau, Daumen hoch, ne? Kommentare da unten rein. Und wie sagen sie immer, Glöckchen nicht vergessen, Glöckchen nicht vergessen. Okay, dann macht's mal gut und wir sehen uns wieder irgendwo aus Deutschland oder sonst wo aus Europa. Und wir gehen jetzt Busfahren. Macht's gut, tschüss.